Hi zusammen. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr einen Windsor-Knoten, den einfachen Windsor-Knoten macht. Der ist optimal für einen Kentkragen oder einen normalen Kragen. Und jetzt klappen wir den Kragen natürlich nach oben. Und hier haben wir die Krawatte. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier das kurze Ende, hier das lange, dementsprechend breiter. Und richten das dann auch dementsprechend etwas aus in diesem Bereich. Und da müsst ihr dann selber mal gucken, je nachdem, was man für eine Bauchgröße hat und genauso auch, was man für eine Krawattenlänge hat. Die ist nämlich immer unterschiedlich. Müsst ihr dann ein bisschen mit rumspielen. Also, ich nehme als erstes das lange Ende oder das breite Ende und lege es über das nicht breite Ende, das schmale Ende, drüber. Im nächsten drehe ich das oder nehme ich das breite Ende von hinten durch, dass sich quasi so ein Kreuz ergibt und habe es dann in meiner rechten Hand. Danach führe ich das lange Ende über diesen Bereich hier durch und ziehe es dann durch. Und jetzt mache ich schon einen Trick, was viele leider nicht machen, auch bei zahlreichen Videos. Ich lege mir das linke dünne Ende, das hier in den Kragen verläuft, schon so ein bisschen faltig zusammen, damit ihr es sehen könnt. Und dadurch ergibt sich einfach ein sauberer Knoten. Und im nächsten Schritt nehme ich das breite Ende, führe es jetzt auf die andere Seite, drehe es einmal vorne herum, mache hierbei auch wieder den Knoten schön, damit möglichst die Falten raus sind, drehe es hier rüber und dann von hinten nach vorne und führe es dann durch die Schlaufe. Das kann man auch in einem Schritt machen. Und ziehe den Knoten dann schön, so wie ihr jetzt hier sehen könnt. Jetzt hier eine Mini-Falte, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber hier gar keine Falte. Und können uns den Knoten dann durch das Ziehen am schlanken oder am dünnen Ende ausrichten. Können den Knoten runter machen, den Kragen, sorry. Und wie ihr sehen könnt, für den Kentkragen der absolut meiner Meinung nach wirklich schönste und perfekt passendste Knoten, den man haben kann. Wirklich so einfach ist es. Also, viel Erfolg!